Meine Maus ist wieder da. Juhu. Eine Katze hat sie gefressen, aber ich habe die Katze genommen und ihren Magen ausgepumpt. Schon haben wir sie wieder. Er will mich eh nur zu sich locken. Oh, du hast mir 10% Schaden gemacht. Habe ich jetzt Angst. Das sind schon wieder 5. Ich brauche jetzt erstmal keine Schiffe. Ich finde gerade Panzer sehr viel wichtiger. Ich mache mir das auch umständlich, ich weiß. Ich will da jetzt einfach reinstürmen und mich auf den Bauhof stürzen. Alles draufschießen, wie nur ein paar wieder Lust haben. Schafft die aber, komm. Ja, er kriegt, nimmt keinen Schaden, er schießt aber, er nimmt keinen Schaden. Was ist das denn? Drauf. Besser als wenn sie auf meine Gebäude gehen. Ja, jetzt haben sie wieder keine Lust mehr, immer dasselbe. Er ist fast tot, aber ja, wir lassen ihn noch ein bisschen rumkriechen. Genauso fies wie Katzen. Ja, schießen sollt ihr, nicht nur gucken. Kein Selfie machen mit dem Sammler. Was sollen die Flugzeuge da jetzt? Jetzt sind sie hier oben. Was haben die denn für Probleme? Wollen sie die ganze Karte hier noch ausfüllen mit ihren Flugzeugen? Irgendwie haben sie es mit Infanterie. Die wollen mich nur einschüchtern. Aber irgendwann haben sie keinen Sprit mehr. Wo ist der nächste Wolkenkratzer? Da könnt ihr hin. Also der feindliche Wolkenkratzer. Das war noch vor 2001. Das Spiel. Deswegen sind die darauf gar nicht gekommen. Ach, sowas kommt mir ja gar nicht. Normalerweise. So. Langsam fühle ich mich übermächtig. Trotzdem habe ich Angst. Das ergibt keinen Sinn, ja, ich weiß. Schizophren. Alles draufschießen, bitte. Wenn sie die einfach nicht durchlassen würden. Die scheiß Sammler. Gut, ich muss einfach angreifen, glaube ich. Ich habe inzwischen auch genug Einheiten. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder eher schlecht. Mit diesen Flugzeugen. Sammeln schafft er, aber er kann es nicht. Ich sagte, sammeln kann er, aber er kann es nicht mehr zu Hause abladen, der Sammler. Leider muss ich jetzt wieder ein bisschen nachspielen. Ich habe lange nicht mehr gespeichert. Naja, was heißt lange? Bisschen. Das muss ich jetzt leider nachspielen. Schnell schießt. Na also. Ist nicht sehr viel, vielleicht 5 Minuten maximal. Aber es ist was. Da sind die auch schon wieder dabei, ihre Faxen zu machen. Jetzt killen wir den einfach. Speichern. Holen die verstärkt. Ja, ihr sollt auch hingehen. Das gibt's einfach nicht. Ich stelle mich jetzt einfach hier mit meinen Panzern hin, dann kann er da gar nicht erst durch. Das ist doch viel schlauer eigentlich. Warum komme ich da nicht früher drauf? Hier ist doch so eine kleine Mulde nur. Ich habe 1000 Panzer. Ist doch eigentlich ganz logisch. Hätte ich früher drauf kommen können. Ihr kommt jetzt dahin. Du kommst da mit. Oh, gefährlich. Ja, der wartet einfach. Was ist das für einer? Der wartet da einfach. Oh, ein paar, gucken, was passiert. Vielleicht sind das ja Geschenke. Vielleicht sind das Rosinenbomber. Bestimmt. Oh, da ist das hier. Gut, dann speichern wir an der Stelle. Hauptsache mal, meine Maus ist sichtbar. Ah, diese schwachen Flugzeuge. Hier kommt er nicht mehr durch. Dann kann er ruhig da an meinen ganzen Einheiten vorbeigehen. Sammeln schafft er nicht mehr. Jetzt klappt es plötzlich. Im roten Bereich ist es dann ein bisschen resistenter. Roter Bereich dauert länger. Merkwürdigerweise.
Ja, das reicht noch lange. Du könntest ja mal hier sammeln. Bum, 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 bum. Witzigerweise, jetzt wo ich mich hier koordiniert habe, schaffen die das hier direkt. Es waren wohl einfach zu viele vorher da an einem Stück. Die haben sich selbst im Weg gestanden. Ich muss das erstmal reparieren. Sonst ist das Geld immer so schnell weg und dann kann man nicht mehr reparieren. Man müsste so einen vordefinierten Betrag nur zur Reparatur einsetzen können. Man könnte sagen, Reparatur hat Priorität. Wenn das Geld knapp wird, dann stopp automatisch die Produktion. Reparier erstmal und dann kannst du weiter Panzer bauen. So weit war das Spiel leider noch nicht. Was das kostet hier, die Reparatur? Übel. Ist ja wie in der Realität. Wird gebaut. Viel zu realistisch das Spiel. Ich warte noch auf den nächsten Sammler. Ich will gucken, ob ich den jetzt im Griff habe. Könnte ja hier auch noch ein bisschen aufdecken. Vielleicht ist ja noch irgendwas Geheimnisvolles da. Irgendwas Spannendes. Etwas Schokolade. Es wird auch nicht spannender hier. Nö, hier ist nichts mehr. Oh, die merken, dass da jemand ist. Wie der einfach so weit hier rüber schießen kann. Das ist so logisch, dass er seine Raketen da über diesen Hügel schießen kann. Total logisch. Da können noch zwei rein. Und ich würde sagen, nach dem nächsten Sammler greife ich an. Haha, ich bin weg. Und ihr wisst nicht wohin. Ihr seid nur zu zweit. Ihr könnt euch echt doch nicht immer im Weg stehen. Jetzt schicken sie keine Sammler mehr. Sie merken wohl, der kann wahrscheinlich gar nicht mehr dahin geschickt werden, weil er da nicht durchkommt. Mal sehen, wie viele Sammler dann in der Waffenfabrik warten. Falls sie neue nachbauen. Wo geht's jetzt hin? Aha. Wenn ihr mal mit mehr Flugzeugen angreifen würdet, könnt ihr das auch. Könntet ihr das auch zu Ende bringen? Hm. Jetzt kommt sie wieder so wenig vor. Hier habe ich ja noch ein paar. Hä, was? Nein. Blöd, Mann. Ich wollte hier einfach nur gucken, wie viel repariert schon ist. Jetzt kannst du zurück. Gut, ich würde sagen, ich probiere es mal. Ich will nicht schon wieder versagen. Ich muss auf den Bauhof halt irgendwie erstmal drauf. Der Sammler ist jetzt eher unwichtig, die brauche ich jetzt für den Angriff. Ich habe schon fast den ganzen Bildschirm hier voll Panzer und trotzdem, die sind so schwach, dass es dennoch zu knapp sein könnte. Probieren wir es. Drei Mammuts, zwei Flammentürme, zwei Tesla-Spulen, sonstige Einheiten ohne Ende. Jetzt kommen die Tesla-Spulen. Wenn die Mammuts weg sind, dann stürze ich mich schon mal auf den Bauhof. Die Tesla-Spulen müssen warten, die werden sonst nämlich direkt wieder nachgebaut, dann hat es auch keinen Sinn. Auf den Bauhof bitte. Einfach durchfahren. Da ist der Bauhof gewesen. Wenn sie nur einen haben, hoffentlich. Sonst ist es auch wieder doof. Drauf, drauf, drauf. Na also. Wenn alle schön drin sind, können sie auch alle gleichzeitig schießen. Ist das schön. Jetzt habe ich gewonnen. Nicht, dass sie hier noch Mammuts bauen. Aha. Jetzt verkaufen sie schon die Angsthasen. Wo sind die ganzen Hunde denn hergekommen? Irgendwie haben sie die neu gebaut. Da ist noch... Da, oh, da sind noch vier. Gut, die haben noch welche in Reserve offensichtlich. Mach trotzdem auf die Basisplatte. Was, wozu braucht man Spionen, wenn man sowieso einfach nur die Basis killen muss? Vielleicht, um das theoretisch irgendwie auch noch anders machen zu können, aber irgendwie scheint mir das nicht sehr realistisch zu sein. Boah, was die an Hunden haben, zum Glück. Mache ich das nicht so. Nur mit dem Spion.
armen Hunde. Was sehe ich denn da? Irks. Heimangriff. Ach, der ist schon länger da, oder? Den habe ich ja vor Ewigkeiten mal gesehen. Und dachte mir noch, da fährt einer, aber irgendwie hat er keine bösen Absichten. Er will nur ein bisschen gucken. Nicht killen. Ich darf nicht killen. Kein Fehler wieder machen. Ich könnte mal wieder speichern. So. Na du. Stimmt. Und ich kann auch mit meinen Schiffen langsam mal ein bisschen... Auch jetzt weniger Panzer, würde ich sagen, sondern mehr Zerstörer. Die sollten doch hier sich um den kümmern können. Wenn sie keine Kaserne mehr haben, geben sie vielleicht schon auf und verkaufen alles. Aber sie dürfen nicht den Russen hier verkaufen, den ich ja mitnehmen soll. Na, wie fühlt sich das an? Gut, fühlt sich das an. Natürlich haben sie noch so einen Zwinger. Jetzt habt ihr aber verschissen. In keiner anderen Mission oder kaum haben sie Hunde. Aber hier wissen sie irgendwie auch instinktiv, die kommen mit Spionen hier. Wo habe ich den hingeschickt? Nicht, dass er tot ist, da ist er. In der Tat. Allein der Vollständigkeit halber will man ja schon auch die Werft killen und die U-Boote. Ja, Sir. In Ordnung. Nö, du bleibst hier. Ich wollte dich gar nicht schicken. Was soll das denn? Bestätigt. Cool, wie die abschießen können. Flammentürme sind so unnütz. Unglaublich. Da oben haben sie noch was. Hab übrigens kein Geld mehr. Was ist das denn? Ich hätte mir die Mission viel einfacher machen können, indem ich einfach noch eine Raffinerie hole. Naja, egal. Haben wir das geschafft? Offenbar. Da kam wohl auch keiner raus. Na dann, meinetwegen. Aha, da haben wir ja die Werft. Ach, die haben keine Energie mehr, ich verstehe. Das ergibt sogar Sinn. Ich merke es selber. Du männliche Eva. Junior. Oh, geschafft. Jo. So reden Russen. Bin schon dort. Wieso kann der Deutsch? Diese scheiß Globalisierung. Hat den Google-Übersetzer integriert. Wir wissen, was hier noch ist. Hier sind bestimmt noch U-Boote. Die können ja auch nicht irgendwie in Luft aufgelöst worden sein. Aber ich sehe sie nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich die aufdecken kann. Es sei denn, ich fahre einfach über sie. Hier oben waren ja auch noch Einheiten. Ich weiß es genau. Du fährst mal bis nach da. Und du bist nach da. Aha. Da haben wir euch. Schießt erstmal viermal auf mich, bevor ich den ersten Schuss setzen kann. Richtig toll. Wir wissen, was da drüben noch ist. Da sind vorhin welche rumgefahren. Ach so. Ich kann da nicht hin. Das ist toll. Da haben sie ihre geheimen Vorräte. Geheime Schätze deponiert wahrscheinlich. Wo soll ich den jetzt hinbringen? Hat mir das jemand gesagt? Uh-huh. Vielleicht nochmal gucken. Sobald er doch. Bringen Sie ihn zu Ihrem Stützpunkt. Okay, das ist keine große Aufgabe. Die wollten einfach nur, dass man noch aus der Basis vom Feind raus muss. Jetzt konnte ich es ja eigentlich zerstören. Finde ich. Aber vielleicht finde ich das auch falsch. Hallo? Machst du mal was? Ja. Idiot. Diese Rossen, nichts drauf. Ich nehme an, der Sammler ist hier vorhin lang gefahren zum Sammeln. Irgendwie hat er dann abgebrochen.
Irgendwie ist die Brücke zu Schaden gekommen, unabsichtlich. Vielleicht war der Sammler zu schwer. Und da sind sie einst mal mit ihren Panzern mitgefahren, um ihn zu schützen, weil hier oben ja auch so gefährlich ist. Da komme ich bestimmt ganz leicht hin. Gut, hier scheint niemand mehr zu sein. Was macht der denn? Hallo? Der kann nicht alleine weiterlaufen, oder wie? Hat er Angst? Alter! Jetzt müsste ich die... Wahrscheinlich ist das so gemacht, dass man das nicht darf, aber ich probiere es mal. Na also, ich wollte doch hier nicht irgendwas übrig lassen. Der hat Probleme! Wie so ein Pokémon, das ein zu hohes Level hat. Und was einen dann einfach nicht mehr hört. Teilweise. Nervig, hä? Ach so. Ja, dann werde ich das immerhin noch los. Habe ich ganz vergessen, das hätte ich ja schon längst machen können. Gut, speichere ich nochmal, dann habe ich es, denke ich, mal geschafft. Aus dem Sektor muss der wohl nicht raus. Aha, ich wusste doch, der muss noch hier irgendwie raus. Der Hubschrauber hätte überhaupt nicht nach oben fliegen können, nö. Ach so, doch. So habe ich schon geschafft. Gut. Hä, das war doch ein Hubschrauber. Was? Wieso wird da ein Transporter gezeigt? Merkwürdig. Egal, geschafft. Was, warum ist die 3? Wieso sieht die so aus wie ein Euro oben rechts? Die wussten schon vor 2002. Naja, das ist ja schon ein bisschen länger bekannt gewesen, dass der Euro kommt. Gut. Was kommt jetzt? Eine einzige Möglichkeit. Wie viele Atombomben besitzt Stalin jetzt? Mindestens 4 Sprengköpfe von je 2 Kilotonnen werden hergestellt. Aber es gibt vieles, das auch ich nicht weiß. Vieles, das man uns nicht sagt. Stalins Rede fängt jetzt an. Diese Frau, Stalins Geliebte, korrekt? Ich kenne eine Handvoll Bezeichnungen, die besser passen. Njet! Boschemoi! Und Pomajni, es ist verrückt! Wie kann er das nur tun? Was ist los, Kosygin? Wovon reden Sie? Stalin, er sagt es allen. Er droht mit der Vernichtung der ganzen Erde. Er will wirklich wieder Menschen im Krieg töten. Ist das möglich? Auf einer Woche noch nicht, aber jetzt, wer weiß. Der klang nicht wie eine ganz gemeitschig, wie sagt man, eine Bluff. Im Moment geht im Kreml eine große Säuberungsaktion vor sich. Ihre Alliierten seid zu stark geworden. In seiner Wut tötet Stalin seine eigenen Leute. Noch mehr Tote. Noch mehr Schande! Sie können bestätigen, dass die sowjetischen Raketen in dieser Einrichtung hergestellt werden? Da, diese Anlage ist die Hauptfabrik. Wir nennen sie Demonia Avazadniki. Der dunkle Reiter. Commander, Sie müssen sie zerstören. Alles völlig verbrannte Erde! Richten Sie einen neuen Stützpunkt in dieser G-Zone ein. Dann kümmern Sie sich um das Befehlszentrum. Schleusen Sie zunächst einen Spion ein und schalten Sie die Abschussvorrichtungen aus. Sobald die Raketen ungefährlich sind, zerstören Sie die Anlage. Und zwar völlig. Verbrannte Erde. Ist der geil, der Schauspieler vom Russen. Der ist der Beste. Ah, was geht los? Ist der toll. Gut, speichern wir. Gut, beim nächsten Mal, dann machen wir das. Verbrannte Erde, wahrscheinlich heißt die Mission so, sicherlich. Und das löschen wir noch kurz. Und dann haben wir es schon fast geschafft. Die Kampagne. Dann kommen nur noch diese optionalen Missionen, die würde ich ja auch noch nachholen, auch aus der Sowjetkampagne. Sind nicht viele, die sollten auch relativ schnell gehen.
aber das dann am Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.